Gut, gehen wir schnell in den Laden. Verbesserung und die Osiris. So. Einfach Zerspalter, Double Up und Double Up Stufe 2. Und jetzt erstmal Gegenstände. Puh. Wir haben noch eine goldene Kugel. Warum heißt das überhaupt Kugel? Das ist doch... Das ist ein scheiß Schädel. Naja. Ich würde mal sagen... Bringt das überhaupt den großen Lebensstern zu kaufen? Ich meine... So wenig Leben, wie ich immer verliere, stellt er ja eigentlich auch bei dem Kleinen her. Also es ist vollkommen Wurst, ob ich jetzt den Großen und den Kleinen kaufe. Also, ja. Großer Dämonen-Triebstern. Warum nicht? So, Bestliste. Ah, so, klar. Aussehen Vorteile. Haben wir ja nichts Neues. Ist auch eigentlich vollkommen egal. Nicht viel lieben, Teufelsziger. Alles klar, können wir immer noch den Schwierigkeitsgrad ändern. Und ich würde sagen, Mission beginnen. Sag seinen Namen. Sag seinen Namen. Pacha? Virgil. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder warum du dumm genug warst, mich anzugreifen. Doch ich weiß, dass du diesem Mädchen etwas bedeutest. Und ich wette, sie ist auch dir wichtig. Und ich weiß, dass du mit dem Nephilim zusammenarbeitest. Ich will den Nephilim. Du willst das Mädchen. Lass uns doch einfach tauschen. Interessant. Interessant? Mondus weiß weniger, als ich dachte. Er kennt meinen Namen, doch das ist alles. Er weiß nicht, dass wir Brüder sind oder ich ein Nephilim. Sie ist stark, durchgehalten. Ja, das hat sie gut gemacht. Aber wir können sie nicht retten. Was meinst du? Glaubst du ernsthaft, dass ich dein Leben gegen ihres eintauschen würde? Das sage ich doch nicht. Abgesehen vom Fakt, dass du mein Bruder bist, bist Nein, du der Schlüssel ich sage nicht, dass wir mich gegen sie eintauschen. Wir sollten einen anderen Tausch anbieten. Cat gegen Mundus Weib Lilith. Warum würde Mundus sich um eine seiner Huren scheren? Weil er sie geschwängert hat. Was? Woher willst du das wissen? Als ich am Turm war, habe ich einen Dämon namens Phineas getroffen. Er wusste es. Ja, ich kenne den Namen. Das ist ausgezeichnet. Wir haben Zugriff auf Mundus' ungeborenes Kind. Das ist genau, was wir brauchen, um ihn herauszulocken. Nein, wir nutzen es, um Cat zu befreien. Das ist Wahnsinn. Du würdest die Zukunft der Menschheit für ein Mädchen riskieren? Cat ist durch die Hölle gegangen, um uns zu schützen. Wir finden einen Weg, um Mundus zu kriegen. Ich werde sie nicht zurücklassen. Verstehe. Okay. Wir folgen deinem Plan, Bruder. Todesblick. Dort ist er. Mundus Hure Lilith führt diesen exklusiven Club für die High Society in der Innenstadt. Da treffen sich Berühmtheiten, reiche Säcke, Banker, solcher Leute. Es fließen massenhaft dämonische Substanzen. Sie macht die armseligen Würmer süchtig. Und das Zeug verwandelt sie in seelenlose Sklaven. Hey! Sie wird heute Nacht dort sein. Du kommst nicht rein. Nur geladene Gäste. Jetzt schon. Ja.
Hey, Süßer. Komm schon. Hey, warte doch mal. Bist du blind? Lass uns tanzen. Nicht jetzt. Ach, dann fick dich, Tante. Wird er mich lieben? Was meinst du, Kleines? Sollen wir erst ein wenig mit ihm spielen? Ist die widerlich, ey? Na gut. Also. Na, stirb! Halt einfach das Maul, da bin ich schon zufrieden. Ach bitte, damit kannst du mir keine Angst mehr machen. Savage, jawoll! Jawoll! Ah, shit! Wow, sehr gut entkommen. Na komm! Zeit zu sterben. Ich glaube, ich wechsle echt mal auf die Fäuste hier. Die sind hier sinnvoller. Ach nö. So, mit denen hier können wir sehr gut punkten, ne? Oh, diese Hexe, die kotzt mich so heftig an. Das ist unglaublich. Geh einfach kaputt. Ist das schlimm mit der, ey. Na komm, jetzt stirb doch einfach. Egal welche Waffe ich habe, egal welche Engelswaffe ich habe. Und ob ich die Rebellion benutze. Die ist immer noch gleich nervig und hält gleich viel aus. Geht doch. Sag schon, Dante, was führt dich hierher? Die Musik, der Champagner, die Mädels? Oder hat es etwa was mit diesem dürren, kleinen, verwelkenden Blümchen zu tun? Ich bin nur wegen dir hier. Verdammt, komm hier runter. Ich würde ja, Dante, aber wie soll ich das sagen? Du hast nicht mein Niveau. Ja, ihr Niveau ist halt unterirdisch. Aber es ist dabei, uns auf ihr Niveau runterzuholen. Hallo, meine wunderschönen Kreaturen, Menschen und Dämonen. Heute bieten wir euch ein aufregendes Ereignis. Die Tanzfläche wird zur Arena. Oh, wirklich. Oh, ihr schon wieder wirklich. Das hätte jeder scheiß Gegner-Typ sein können, aber nicht Harpien. Obwohl, nein, nein, nicht jeder. Hexen hätte ich nicht gebraucht. Sollte reichen. Und das waren alle Harpien. Ja, einfach mal ein bisschen in die Wand laufen, kann ich verstehen. Ist ziemlich cool und so.
Oh, was war das denn? Pura Skill, meine Freunde, pura Skill. Na, brennst du schon? Ah, fuck, das wollte ich gerade nochmal machen. Nochmal. Ah, ich wollte gerade noch ausweichen. Ach, Maul halten. Scheiß Publikum. Frag mich nicht, warum ich das gerade gemacht habe. So. Und du noch. In your face. Sehr gut. Konzeptzeichen freigeschaltet. Der Büster. Es noch hässlicher machen. Den Spießrutenlauf habe ich nur für dich erschaffen. Dann. Das ist sogar mal sehr nett. Ich habe keine Zeit für deine Spiele. Oh, das ist Marklub. Und du hältst dich gefälligst an meine Regeln. Willkommen bei Der Teufel hat Talent. Ist ganz einfach, Tante. Überleg und du erhältst eine Audienz mit mir. Was natürlich nur heißt, dass ich höchstpersönlich dein Gehirn rausreiße. Oh. Aber wenn du versagst, stirbst du und deine kleine Schlampe. Man sagt, dass du die Macht von Himmel und Hölle in dir hast. Sollen wir das mal auf die Probe stellen? Ernsthaft? Das ist alles? Wo müssen sich eigentlich genau hin? Wie würde man sagen, da lang. Irgendwie. Ah, das ist gerade. Ja, das ist schon etwas schwierig. Ich will mal sagen, hier bin ich falsch. Okay, und jetzt einfach hier rüber. Hä? Das kann nicht schon alles sein. Ernsthaft? Also sollen wir anfangen? Die erste Runde wird für einen gut ausgestatteten Kerl wie dich ein Zuckerschlecken sein. Das ist jetzt aber echt geil gemacht, muss ich sagen. Bin ich echt cool. Oh crap, Alter. Oh, ho, 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 ho. Ist echt ein geiler Einfall, muss ich sagen. Nicht schlecht. So, Runde 1. Lachaffe des Limbus zu werden. Jetzt komm ein wenig näher. Na komm. Oh, oh, oh. Ich glaube da lang. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, gut. Aber ich denke mal, man hätte auch darauf springen können. Gefällt mir. 30 Sekunden, ne? Alter, was geht?
So, okay. Die hässlichen... Ah, komm, jetzt. Komm doch her. Und du noch. Vier. Jawohl. Geschafft. Und weiter geht's. Für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie aber. Sobald Mundus mit dir fertig ist, wird sie nichts mehr spüren. Gar nichts mehr. Ja. Moment, habe ich was übersehen? Egal, wir gehen einfach weiter. Und durch da. Jawohl. 103 von 7, schon beinahe die Hälfte. Was denkt ihr, liebe Feiernde? Sollten wir die Sache etwas aufpeppen? Okay. Oh shit. Autsch. Asozial, ne? Ach, shit. Okay, goldene Kugel. Verwenden, so. Ist schon ganz cool. Der Einfall. Na, komm. Oh, normal. Na, komm, stirb. Nur noch. Sehr gut. Easy as fuck. Wow, das sieht ziemlich cool aus. Scheint, als ob der Teufel seinen Superstar gefunden hat. Ich bin ja auch Dante. Jetzt wird es erst einmal richtig interessant. Sollen wir die Lichter ausmachen? Es ist einfach so genial mit der Schrotflinte. Mundus war auf der Suche nach dir, seit er dich zum ersten Mal erblickt hat. Erinnerst du dich noch an die Nacht, Tante? Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn ich mit deiner ekligen Leiche ankomme. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn ich mit deiner Leiche ankomme. Und so. Ja, und die zwei sind jetzt eh kein Problem mehr. Anarchic. Langsam begreife ich, warum Mundus so von dir fasziniert ist. Oh nein, schade, ist er nicht. Er will mich nur tot sehen. Und es wäre mir eine Freude, ihm diesen Gefallen zu tun. Oh shit.
Jeder will was von dir. Besonders meine Freunde hier. Hier ist einer von ihnen. Du hast aber komische Freunde. Der Hintergrund ist gerade so laut bei mir. Ja, komm, und! Ja, man muss immer den perfekten Moment treffen. Ja, toll, das kriegt nicht viel. Boah, Alter, wirklich. Du bist eine richtige Nervensäge. Oh, der war richtig, richtig gut getimed. Alles geplant, Leute, alles geplant. Na komm jetzt. Boah, du gehst mir so auf den Sack, weißt du das? Und jetzt verschwindet der Spasti schon wieder. Das sieht hier so ein bisschen Psycho aus. So. Gegenstände. Ein großer, fuck, ein kleiner Lebensstern. Und komm! Ach Mist! Also Dante, vermisst du deine kleine Freundin? So eine Schande, dass du nicht zusehen kannst, wie sie gegen dich heult. Willst du wissen, wie sie klingt? Ein bisschen wie deine Mutter, als beugen sie das Herz. Dass die mir so herzlich provozieren muss! Bring diesen labrigen Dämonenarsch hier runter. In Ordnung. Okay, Kleines. Ich verstehe. Meine Geduld ist langsam am Ende. Ist da noch Hardstyle im Hintergrund, oder was? Klären wir das. Jetzt gleich. Okay. Geisterwüter. Das Hintergrund ist ja mehr hier. Ah, okay, cool. Ist ja mehr Jumpstyle und nicht Hardstyle. Bitch, please. Oh, stimmt's doch mal. Geht doch. Danke. Blutwüter. Lass mich raten, die kann ich dann nur mit meiner Teufelskraft angreifen. Oh, wo habe ich das nur gewusst? Dann friss mal schön. Ja, solche Anziehungskraft. Die Köter können sich ja kaum von dir fernhalten, Dante. Das sind ganz, ganz lame Methoden, um mich aufzuhalten. Auch wenn ich noch sehr, sehr wenig Leben habe. Fuck. Nein, scheiße, ich hatte noch einen kleinen... Mist. Ja, jetzt, ich will das nicht sehen. Überspringen. Na, halt nicht.
Fuck. Na gut. Nice, ich kann sich so gar nicht mehr bewegen. Ja. Wie gut? Braucht er so eine Ewigkeit. Ach komm, wirklich? Hat auch lang genug gebraucht. Ist auch du hässlicher. Du hast doch eh keine Chance. Eben, sag ich doch. Und ich werde jetzt zuerst den hier erledigen. Weil er ein weitaus kleineres Problem ist. Boah, fick dich mal! Ja, es hat's Maul, danke. What the fuck? Bam! Wow! Jawoll! Like a boss! In the face! So, wunderbar. Du bist dran, Schätzchen! Und das, Leute, sehen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Devil May Cry. So, Stilpunkte, Stilpunkte, ja nicht Stil, sondern Stilpunkte. Zeit SS, Fortschritt C, heißt also A. Ja, ist gut. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.